So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Bias Prototype und ich werde versuchen, euch so ein Stück weit mitzunehmen. Es ist ein besonderes Spiel, lasst euch einfach überraschen. Am Anfang haben wir verschiedene Charaktere, die halt verschiedene Eigenschaften mitbringen. Grundlegend geht es darum, dass man Zellen sammelt, also Gegner tötet und Zellen sammelt. Und genau. Wir spielen einfach den allerersten, der hat keine Besonderheit und kann bis zur Stufe 5 gehen. Da hat man dann halt eben ziemlich viele, sag mal, Besonderheiten, die halt auch auf den Charakter wirken. Genau, wir gehen einfach mal rein, machen 1. Wir sollen 15 Wellen überleben. Genau, hat keine Besonderheit. Dann steht das hier immer. Bei Stufe 2 sind halt mehr gefährliche Kreaturen. Bei 3 sind mehr Kreaturen und Elite-Bosse sind deutlich schneller. Genau, und so geht das halt dann immer weiter. Aber lass uns erstmal reingucken. So, das ist mein Mob. Das Tutorial an sich kann man sich angucken. Es erklärt es schon gut, ja. Aber wenn man das hier schon sieht, ist es halt da schon recht überfordernd. Aber es, wie gesagt, es erklärt sich gut. Genau. Gucken wir uns gleich genauer an. Erstmal stoppen wir jetzt ein paar Gegner weg. Das, was die Gegner fallen lassen, sind die Zellen. Die müssen wir sammeln. Wir brauchen so viele wie möglich davon. Nach jeder abgeschlossenen Welle kommen wir in ein Shop-Menü. Mittlerweile gibt es auch eine Testkammer, wo man die Sachen ausprobieren kann. Genau. Also, als erstes. Grundlage ist, dass man halt immer drei, ich sag mal, Items zur Auswahl hat. Und wir werden uns heute auf, ich glaube, Tentakeln und Muschel, dieses Item fokussieren. Das hier besagt, dass es, dass es die Projektile zu einem Wirbel macht. Dann hat man hier halt noch die verschiedenen Stats. Es gibt 12 Damage, hat 8% Crit und es dauert 3 Sekunden lang an. Wir nehmen das einfach mal mit. So, jetzt hat man hier noch die dauerhaften Verbesserungen. Kann man noch nichts machen, weil wir relativ wenig bekommen haben. Gehen wir zurück, hier haben wir die Testkammer. So, jetzt sind wir bei den Mutationen. Kann man sich durchlesen. Ich habe jetzt allerdings was Dummes gemacht. Und zwar habe ich nicht auf das Verbindungsstück gesetzt. Zum Beispiel die Wirbelsäule ist ein Verbindungsstück. Und unten steht auch immer drunter, welche Typen sich da hinter verbinden lassen. Hier steht zum Beispiel Tentakel. Heißt also, das kann ich da auch ansetzen. Dann mache ich einen Stat-Vergleich. Spitzen bekomme ich. Da habe ich 8, 9, passt nicht. Nehme ich das also mit. Hier muss man allerdings aufpassen. Hier steht auch immer Aktivierungszyklus 1 Sekunde. Also immer nach einer Sekunde wird das dahinter liegende
häufig Projektil oder andere Item, aktiviert. Und hierhinter steht die Effizienz. Effizienz heißt Schadenserhöhung oder Verniedrigung. Das hat jetzt eine einsekündige Aktivierungszyklus und eine Effizienz von 120, heißt also 20% gibt es nochmal oben drauf. Eben waren wir bei 12, jetzt sind wir bei 14, passt, perfekt. Nehmen wir das einfach mal mit und gehen rein. Da seht ihr, die Projektile spawnen und wirbeln herum. Im Early Game ist das noch nicht ganz so stark. Wir wollen eigentlich fokussiertere Angriffe haben, weil wir dadurch mehr bekommen. Das macht eigentlich mehr Sinn, wenn wir gleich AOE Damage haben und das damit auf weite Fläche verteilen können. Weil es halt eben sich von mir entfernt. Genau. So. Wir haben jetzt nur Magen, Nerven und nochmal einen Magen. Magen ist nochmal was ganz Besonderes. Das ist nämlich ein. Das kann man nämlich. Oder es macht am meisten Sinn, wenn man das ganz am Anfang von einer Gehirnmutation hinsetzt. Wir werden aber das hier mitnehmen. Der Nerv besagt, dass man das rechte Organ aktiviert, sobald ein unbeschadeter Gegner getroffen wird. Und dann gibt es automatisch 197% Effektivität, also knapp den doppelten Damage nochmal oben drauf auf das Projektil. Das nehmen wir jetzt erstmal mit. Dann nehmen wir die Tentakel mit. Das ist jetzt so eine, ich sag mal, so eine Art Maschinengewehr. Muss dann halt auch immer gucken, was da hinten hinter steht. Mach mal die Musik ein bisschen leiser. Genau, nehmen wir das auch mit. Das nehmen wir nicht mit. Das ist eine Schrotgun. Schießt drei Projektile. Genau. Das nehmen wir nicht mit, den räumen wir einmal. Nehmen wir auch nicht mit. Oh. Das ist ein sehr gutes Item, das mag ich sehr. Aber wir nehmen das mit. So, jetzt gehen wir in die Mutation. Wir wissen, dass wir einen Nerv haben. Das ein Verbindungsstück. Das zum Beispiel kann man nicht hier am Gehirn direkt anbauen. Das Gehirn hat auch immer verschiedene Synergien, abhängig davon, was für ein Charakter man ausgewählt hat. Wir haben jetzt Gehirn. Das geht zur Wirbelsäule. Die Wirbelsäule aktiviert sich alle eine Sekunde. Nach einer Sekunde wird das hier getriggert. Wenn das hier einen Gegner attackiert, der keinen Damage vorher genommen hat, dann aktiviert sich das hier und gibt den nächsten, zum Beispiel dem Item oder Mutation, nochmal knapp 100 Damage mehr, also 100% mehr. Nimm das einmal raus, gucken rein, sind 3, 11, sind 2, sind 21, das ist deutlich besser. Nehmen wir erstmal mit. Mehr können wir sowieso gerade noch nicht machen. Wenn man Items nicht braucht, steht hier unten auch Recyceln. Dann gibt es 30 Zellen zurück. Dann brauchen wir alles nicht. Gucken hier einmal rein, haben wir nicht. Gehen rein. Das ist die dritte Welle.
Wir treffen noch keinen Gegner. Achtet mal darauf. Genau, jetzt seht ihr, dass es. Jetzt habe ich einen Schaden genommen. Ein Herz ist weg. Ich habe jetzt sehr viel Single Target Damage, was mich nervt. Ich so nicht angenügend rankomme. So jetzt, oh ja, Schwert. Gliedmaßen sind gut. Zumindest das hier. Also man kann auch immer an der Farbe der Mutation sehen, was für eine Mutationsstufe das ist. Blau ist zum Beispiel Stufe 2 und das hier ist ein ganz normales Stufe 1. Jetzt wird das deutlich besser. Und gelb ist Legendary bzw. Stufe 3, glaube ich. Irgendwie so war das. Müssen wir uns gleich nochmal genau angucken. Wir nehmen auf jeden Fall das hier mit und hoffen darauf, dass wir einen Nerv bekommen. Und bekommen wir natürlich nicht. Das ignorieren wir. Ja. Das ist ein Nerv. Das ist ein einfacher Boxernerv, der. Nee, der ist nicht effektiv. Nachwuchs. Noch ein offen. Wenn ich kritte, nee. Ich erkläre euch erstmal nur die Items, die wir tatsächlich auch nehmen. Diese. Bitte. Das ist eigentlich gut, brauchen wir aber nicht. Stopp. Das ist doof. Das brauchen wir alles nicht. Dann muss ich es letztendlich so machen. Also, das hier ist von der Kategorie Gliedmaß. Gliedmaß des Skeletts. Fügt Gegner in einem AOE-Bereich Damage zu. 51%. 51 Damage in einem Radius von 4,02. Und hat eine Crit-Wahrscheinlichkeit von 50. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Heißt also, wir könnten noch das Gliedmaß mitnehmen. Gliedmaß des Riesen. Das hat auch ein AOE-Damage. 19%. Wenn es hittet, bekommt es halt nochmal ein bisschen dazu. Gucken wir hier einmal rein. Haben wir nichts. Gehen wir rein. Da seht ihr. Das ist sehr gut. Wir hier die ganzen Zellen mal eben mit. Oh, da ist ein Elite-Gegner. Der gibt extra Sachen. Wichtig ist, dass man, wenn man Elite-Gegner sieht, dass man die auch tötet, weil die geben extra Stuff. So. Das aktiviert sich nur, wenn wir einen Boss oder einen Elite-Gegner töten. Heißt also, es ist nicht ganz so effizient.
Da haben wir die Tentakel Level 2. Können wir eigentlich mitnehmen. Gut. Könnten das mitnehmen, dann haben wir. Müssen wir ein bisschen länger warten, bis unser erstes Item aktiviert wird. Haben aber eine deutlich höhere Effektivität und wir können zwei an der Wirbelsäule ansetzen, weil hier zwei Punkte sind. Punkte bedeuten immer, wie viel Mutation man dahinter setzen kann. Können wir eigentlich auch mitnehmen. So, und jetzt können wir hier auch was machen. Hier haben wir jetzt 157 Zellen. Und die können wir hier jetzt reinballern. Am Anfang macht es am meisten Sinn, wenn man. In Seltenheit geht. Genau. Dann machen wir jetzt einen rein. Dann machen wir noch einmal Sammelgröße. Das erklärt sich eigentlich von allein. Erhöht die Sammelreichweite. Organseltenheit bedeutet halt eben, dass man schneller verbesserte Organe findet. Also nicht Stufe 1 Organe, sondern Stufe 2 Organe. Oder sogar Stufe 3. Genau, jetzt gucken wir noch einmal hier rein, ob wir noch irgendwas ändern können. Das hier wollten wir ändern. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Heißt also, das können wir recyceln. Wir drücken E und weg ist es. Und wir bekommen 30 dazu. Und wir wollten das hier machen. Dann können wir das hier machen. Das können wir nicht machen, weil wir hier nur mit Nerven, Hörschnecken und Netzhaut verbinden können. Wenn man hier rauf klickt, kann man auch immer sehen, wo man das einsetzen kann. Jetzt zum Beispiel könnte man das da einsetzen, könnte es actually Sinn machen. Wir probieren es jetzt. Ah, wir haben zu wenig Kapazität. Jetzt macht keinen Sinn. Wir belassen das dabei. Okay. Und wir gehen rein. Da ist eine Elite. Den haben wir geklatscht. Um erst bereit zu kommen, ist das schon sinnvoll, dass man Stufe 1 zuerst macht. Ah, da haben wir jetzt noch eine Besonderheit. Der hat ein paar Items fallen lassen. Das ist wichtig, dass wir die einsammeln. Ansonsten bekommen wir die halt. Wir bekommen die so oder so. Aber dann werden die, wenn wir die nicht aufsammeln, in Zellen umgewandelt. Kann gut sein, wenn man ein Item voll hat. Noch ein Elite-Boss. Okay. Da ist noch einer, okay. Okay. So. Also wir haben jetzt einen Verbinder gefunden. Wieder ein Gliedmaß, ein Poison-Sack und eine Schrot. Perfekt. So. Eigentlich müsste ich das hier mitnehmen. Aber nein. Eine Drüse. Die Drüse besagt, beziehungsweise Drüse des Seeteufels besagt, dass wir uns mit Gegnern verbinden, die noch keinen Schaden genommen haben. Und wenn andere Gegner da durchlaufen, bekommen die 6 Damage. Das Ganze dauert 3,05 Sekunden an. Das ist eigentlich ein solides Item, was man zwischenpacken kann, wenn man zum Beispiel eine 3-Slot-Wirbelsäule hat. Genau. Nehmen wir einfach mal mit. Nehmen wir nicht mit. Das ist sehr gut. Der Bauch besagt, dass man Glut-Damage an Gegner macht und der tickt halt über Zeit.
Jetzt muss ich mir eben ganz schlau ausgucken. Ich glaube, wir müssen tatsächlich sogar in ein neues Gehirn reinbauen. Das ist auch eine Besonderheit. Man kann mehrere Hirne gleichzeitig haben. Heißt also, man kann das ja als Main-Hirn haben und halt die ganzen AOE-Sachen reinballert. Macht man noch ein weiteres Hirn, das reinpackt, was funktioniert, leider. Man sonst auch das hier reinpacken könnte, was 7 Schaden auf 3 Sekunden gibt. Genau. Das funktioniert auch nicht. Ach nee, das ist nicht. Yeah. Das. Nee, wir machen das anders. So, dann machen wir das. So, weil wir jetzt noch mehr Damage hier reinbekommen. Und das halt schon strong. Wir können hier jetzt auch einen Poison-Sack reinballern. Weil dann wird das Schwert nämlich mit dem Poison-Sack verbunden. Ist nicht schlecht. Kann funktionieren. So. Wir nehmen wieder das Schwert mit, weil es crittet. Und dann nehmen wir das hier mit, I guess. Dann haben wir hier oben, ja, passt. So, und dann gehen wir wieder rein. Gucken einmal hier, setzen hier noch einen rein. Man kann sonst auch sich noch ein Organ erschaffen lassen. Können wir mal eben reingucken, was da passiert. Und da bekommt man dann halt nochmal zusätzliche Organe. Das ist sehr gut für uns. Weil es halt knappe 3 Sekunden triggert. Mit einer fast 500er Effektivität. Den Scheiß also 400 Damage nochmal oben drauf. 400, 300. Nee. Ist auch egal, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen dafür. So, weil dann nehmen wir den Poison-Sack raus. Nehmen das da rein. Schade, dass der nicht sich aktivieren lässt. Wenn wir es aber so machen, triggert der halt nur, wenn der hier crittet. Aber das ist okay. Und rein. Ihr seht, wie effektiv das ist. Kann da so crazy Kombos machen. Das ist echt ein Spiel, wo FPS-Lags an der Tagesordnung stehen. Wer mich ein bisschen länger auf Twitch verfolgt, da bin ich auch ab und an live, da heiße ich Kondre live, der weiß auch, dass ich tatsächlich mit IS Prototype angefangen habe. Und wir haben da schon sehr crazy Builds hergestellt. So. Oh, das Drone. Da brauchen wir aber den großen für. Wenn das nehmen und Bumerang auf Bumerang hoffen. Wir nehmen das mit auf jeden Fall.
Aktiviert sich immer, wenn wir einen Gegner töten. Das ist sehr gut. Fällt mir nicht. Nehmen wir das mit. So. Wir können das hier mal eben fix austauschen. Weil dann geht es hier nämlich weiter. Immer wenn wir damit einen Gegner töten, kann ich. Geht nicht. Wenn wir damit jemanden töten, müssen wir wieder auf die Stats achten. Wir nehmen das auf jeden Fall. Machen wir das so. Und hier machen wir das rein. Ja gut, wir haben nicht genügend davon. Nehmen wir doch nicht rein. Und hier hin. Wird nicht funktionieren. Bei Shoot 10%, das ist mir zu wenig. Das mit. Das mit. Ja gut, okay. Das ist okay, damit kommen wir klar. Vielleicht können wir hier noch irgendwas machen. Nö, gut. Gehen wir rein. Ihr seht jetzt, wie viel AOE-Damage ich jetzt mitbringe. Das ist halt sehr effektiv, wenn man gegen Bosse spielt, weil da sind auch immer noch diese kleinen Creeps. Nerven halt. Nehmen wir mit, das ist sehr gut. Autsch, das hat weh. Das fangen die an zu enden, oder was? So. Jetzt haben wir Herz des Wolfs bekommen. Herz des Wolfs heißt, dass wenn ich Schaden nehme, dass sich das hier dann aktiviert. Oder das rechte Organ sich dann aktiviert. Das Gute ist, dass man das mit dem schwarzen Stein zusammen kombinieren kann. Heißt also, hiervon nehmen wir nichts mit. Nein. Das kann man sehr gut kombinieren. Ich möchte eigentlich ein bestimmtes Item haben. So, wir gehen jetzt erstmal die Seltenheit hoch. Einmal hoch und dann müssen wir noch erschaffen.
Gehen wir nochmal rein. Brauchen wir nicht. Brauchen eigentlich ein bestimmtes Item. Das ist doof. Aber trotzdem okay. Dann nehmen wir das mit. So. Ja, das können wir aber noch nicht einbauen. Wir können das aber so machen. Und so. Können wir das hier nämlich mitnehmen? Nein, können wir nicht. Können wir hier aber noch ein bisschen ranbauen. Wenn ich fertig aktiviert ist, was 2 Sekunden dauert, was zu lange ist. War das so? Gehen hier dann darauf. Das crittet. 30%, das ist perfekt. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Dann gehen wir wieder rein. Wir sind bei Welle 8. Wir haben also noch ein bisschen was vor uns. Das heißt, wir dürfen jetzt noch nicht enden. Die Leben werden nach jeder Welle neu aufgefrischt. Wenn das Feuerding noch ein bisschen optimierter einsetzt, dann macht das ein bisschen Damage. Das ist halt wirklich stark. AOE Damage ist gut. Single Target Damage müssen wir jetzt noch ein bisschen ausbauen. Wir werden gleich versuchen, weiteres Gehirn mitzunehmen. Und wir haben noch 4 Sekunden. Wir müssen jetzt so viel mitnehmen, wie wir noch können. Oh, schade. Wir können. Nein, das lassen wir raus. Das ist auch sehr, sehr stark. Das können wir jetzt aber mitnehmen. Das gibt über 500, das erkläre ich euch gleich. Gibt es keine Boomerangs mehr? Oder ist gut? Das brauchen wir, wenn wir Elite machen. Ja, da haben wir es. Also. Wir werden in diesem Tree das einmal alles rausnehmen. Dann werden wir hier den Dicken reinsetzen. Dann werden wir das hier reinsetzen. Das spawnt alle 1,1 Sekunden und hält für 8 Sekunden an. Und das kann Damage an sich selber nehmen. Dann setzen wir das hier ran. So. Setzen wir das hier ran, weil das aktiviert sich, wenn das hier Damage nimmt. Wenn man das so machen würde, müsste ich Damage nehmen, weil es direkt am Gehirn dran ist. Das macht keinen Sinn. So. Dann gehen wir hier ran. Wir haben Boomerangs. Boomerangs, das ist übrigens Stufe 3 Boomerang. Das ist sehr, sehr gut. Das besagt, dass die halt zum Gegner hinfliegen und wir im Boomerang halt wieder zurückkommen. Und dann halt eben dementsprechend auch Damage machen. Die können unendlich durchdringen
Und es können maximal 100 Projektile auf der Bildfläche sein. Das Gute an den Dingern ist, dass man die mit denen hier verbinden kann. Oder auch mit denen hier. Oder auch mit dem hier. Ich glaube, wir versuchen das erstmal hiermit. Ne, das brauchen wir noch. Oder brauchen wir das schon? Ja, können wir machen. Wenn das durch ist, nein. Muss noch eine Sekunde bereit sein. Und das können wir dann da einsetzen. Okay. So, jetzt müssen wir hier noch einmal rüber gucken, ob wir hier noch irgendwas verbessern können. Das muss so bleiben. Haben wir hier irgendwas? Wie lange dauert das? Drei, das ist zu lange. Das aktiviert sich nicht. Das heißt also, wir müssen zusehen, dass wir hier noch was Besseres hinbekommen. Ich mag die Dinger hier nicht. Deswegen würde ich es bevorzugen, wenn wir das hier reinnehmen. Oder wir lassen die doch drin. Und das rein. Lassen die dann später explodieren. Ah, geht nicht. Das geht aber. So. Jetzt gehen wir einmal in die Testkammer. Da passiert nichts. Da seht ihr aber, was das für ein Ausmaß haben kann. Ich frage mich gerade nur, warum die Bumerange. Ihr seht, dass die Bumerange hier rausgehen und Damage ploppt. Warte mal, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Fällt mir gerade nur so auf. Wir müssen, glaube ich, das umtauschen. Geht aber nicht. Ja, wie ich das hier vorhatte, funktioniert es auch nicht. Ich glaube, ich muss es wirklich so rummachen. Probieren wir es noch einmal aus. Es ist sehr langsam. Wie bist du Dogshit? Probieren wir es einfach aus. Also. Allein schon die Tatsache ist halt krass. Okay. Das ist noch nicht so stark, wie ich das erwartet habe. Aber damit sollten wir die Bosse trotzdem schaffen. Das ist nicht so schwer.
810, das ist okay. 1000 wird besser, wenn nicht sogar 1500. Aber dafür bin ich zu langsam. Jetzt haben wir zwei Sachen liegen lassen, die werden dann in Zellen umgerechnet. Nicht abgeholte Organe eingesammelt. 100, okay. Das ist fein, das nehmen wir mit. Das ist perfekt. So, gehen wir weiter. Das ist gut, aber nicht für diesen Run. Das können wir mitnehmen. 7 Damage. Statuseffekte, das ist sehr gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit. Wirbel haben wir nicht. Das können wir mitnehmen. Das ist nicht optimal für das jetzt hier. Gehen wir mal dahin. Setzen wir uns erstmal das hier vor. Ist halt wirklich so langsam, ne? Eigentlich würde ich gerne das hier rauf haben, eine Lunge. Weiß gerade nicht, was damit so markiert. Habe ich hier gar nicht drin. Kacke. Auch das Lunge. Das, ich muss das hier reinnehmen. Und dann das mitzunehmen. Und dann das hier mitzunehmen. Probieren wir einfach aus. Rein in die Testkammer. Wir haben 1000, heißt also, wir können hier reinballern. Dann verdoppeln bringt nichts. Könnten eine Kapazität mitnehmen und dann gucken wir noch einmal hier rein. Brauchen nicht das rote, wir brauchen das schwarze. Das ist mein Fehler. So. Jetzt ist aber interessant. Ganz. Weiß nicht mehr die Combo. Das ist so gehen hinbekommen. Jawohl, so. Lasse ich jetzt erstmal weg und dann versuchen wir es mal. Versuchen wir mal unser Glück. So. Geht mit dem, wenn die sterben? Aber das ist nicht so, wie ich mir das erhofft habe, bin ich ehrlich.
Aber dafür bietet sich halt eben die Testkammer perfekt an, um das halt eben zu überprüfen, was man sich da ausgedacht hat. Ob das wirklich so funktioniert, wie man sich da vorstellt, oder halt eben nicht. So. Also so machen. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Dann können wir das verkaufen. Haben wir das schon mal wieder reingeholt. Das wir auch mitnehmen, denn ich tatsächlich. Und wenn die Testkammer gehen. Das können wir nicht testen, weil das. Aber es nur mit Elite funktioniert, ne? Oder? Wir versuchen, probieren es jetzt einfach aus. Haben wir noch Geld über? Ja. Dann nehmen wir noch ein Leben mit. Dann gehen wir rein. Abwarte. Da kommt ein erster kleine Elite. So. Müssen wir gucken. So, die verbinden sich jetzt nämlich auch, aber nur für eine kurze Zeit, weil das. Quatsch. Ja, das ist erst Elite. Der wird recht einfach. Perfekt, optimal. So. Und so einer kommt dann in Welle 15 auch nochmal. Wollt ihr Fragen haben, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und sollte euch das Ganze gefallen, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Und ihr könnt auch bei meinen anderen Videos vorbeischauen. Da sind einige sehr interessante Sachen dabei. Genau. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt bekommen. Bald den Gegner töten, das ist auch interessant. Aber nein. Ein Dreier nehmen wir, glaube ich, mit.
In die Lunge. Das ist auch ein sehr interessantes Item. Er passt nicht zu unserem Run gerade. Nehmen wir mit. Dann nehmen wir noch ein Hirn mit. Und gucken mal rein. So. Wir haben jetzt viele Statuseffekte. Wir wollen das hier optimieren. Da setzen wir jetzt den Dreier rein. Heißt also, wir können hier das hier reinsetzen. Das lassen wir, glaube ich, so. Dann gucken wir hier nochmal. So, jetzt arbeiten wir mit dem Magen. Mägen sind besonders, die sind neu. Und die aktivieren alle rechten Alten in regelmäßigen Abständen. Heißt also, in 1,38 Sekunden Abständen genau, und die Besonderheit ist, dass ich das jetzt reinsetzen kann. Die haben fünf Slots. Immer wenn ich da jetzt einen Nachwuchs reinsetze, egal welches, machen wir das mal so. Wir müssen eigentlich das hier reinsetzen. Das probieren wir jetzt aus. Testkammer. Bleiben wir im Augenblick stehen. Wir können noch nicht alle aktivieren. Aber ihr seht schon, in welche Damage-Hätte das geht. Wir erreichen jetzt schon 400er Hits. Das ist okay, das ist solide. Die ganzen Blobs verbinden sich jetzt mit mir. Und dadurch haben wir einen sehr großen Damage-Output. Damit brauchen eigentlich jetzt noch einen Movement Speed, damit wir wirklich alles mitnehmen können, was wir hier untermetzeln. Okay, da haben wir geendet. Wir möchten eigentlich zusehen, dass wir möglichst
Monster Mob entstehen lassen. Weil wir nicht. Oh, das. Müssen wir mitnehmen. So, das hier ist perfekt. So. Brauchen wir alles nicht. Und das könnten wir mitnehmen, weil das macht pro Lücke zwischen Hirn und dem Item zusätzlichen Damage. Oh, das ist wichtig. Der Effekt endet. Das kann man zum Beispiel sehr gut mit den Tentakeln kombinieren. Aber das brauchen wir nicht. Jetzt, wenn man nicht sicher ist, was man gerade hat, kann man auch hier nochmal hingehen. Und das dann vergleichen. Hier oben ist dann immer das ausgewählte Item. Und dann kann man zum Beispiel sehen, 11 auf 4,5 Sekunden. Denken wir hier rauf. 5 Damage, weil es reduziert ist. Auf 4, noch was. Aber wir können trotzdem das mitnehmen. So. Machen wir das einmal so. Können wir das nicht verkaufen? Wir haben wieder Plus gemacht. Das können wir auch verkaufen, weil wir ein gelbes haben. Bitte nicht. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Das macht so 26 Damage und crittet. Verstärkt, weil hier ein, zwei Lücken dazwischen sind. Es wird um 30% verstärkt. Das ist sehr gut. Das wiederum hat. So. Das ist die Vorstufe von dem. Können wir auch mitnehmen. Nehmen hier das mit. Gucken hier nochmal rein, was wir bekommen können. Das brauchen wir nicht. Dauert viel zu lange. Da muss ich jetzt mal gucken. Weil das ein Gegner trifft, wird das ja aktiviert. Kommt diesen Effekt. Okay.
Das ist besser. Die Augen können wir verkaufen. Das auch. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Aber wir sind jetzt gleich im vorletzten oder letzten Run. Da möchte ich das fix aktiviert haben. So, Laufgeschwindigkeit erhöhen wir. Gehen wir hier noch mal rein, gucken, was wir bekommen. Bei den beiden müsste ich jetzt noch mal gucken, um die Stats zu vergleichen. Den 12. Den 12 auf 16 Schaden, 11 Schaden. Das hier ist dumm. Müssen wir mal reinschmeißen und gucken, was wir hier noch bekommen. Erstmal zurück, um das zu vergleichen. Man braucht da einfach nur rübergehen, dann wird das ausgewählt. Dann haben wir 284 auf 553. Deutlich besser. Ja. Und gibt halt nochmal einen Slot extra. Wählen wir das gleich aus. Nehmen wir das mit. Und recht schnell. Müsste das eigentlich funktionieren. So, jetzt haben wir hier noch Möglichkeit zu fixen. Noch mal rein, dann nehmen wir das mit und wir schnell aktivieren, dann wollen wir das hier noch haben, ja, dann gehen wir rein. Das ist eine Elite. Autsch. Wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Hat eine Elite irgendwas gespawnt. Okay. War knapp.
Man merkt schon den Movement Speed, bin ich ehrlich. Wir haben ordentlich Stuff bekommen. Noch das hier mitnehmen. Nimm das mit. Junge ist halt riskant. Der ist langsamer. Weniger Damage. Da haben wir doch hier noch was. Nicht mehr? Doch, da. Jetzt mal eben die Geschwindigkeit vergleichen. Okay. Das kann raus. Das bleibt 8 Sekunden liegen. Kann nicht getroffen werden, heißt das useless. Macht also keinen Sinn. Das mal so aus. Die Effekte, wo wir Gegner töten, sind ja noch gar nicht dabei. Und wir noch ein bisschen Gold, ein bisschen über. Heißt, wir können auch sonst noch ein Gehirn machen. Nehmen wir mit. Dann basteln wir uns noch ein Gehirn.
Ja, das ist okay. Das hier rausnehmen, das hier rausnehmen, das und das, das. Können wir nämlich noch einmal in Rollkasten gehen hier. Ne. 17. Okay. Weiß er nicht. Ja, nehmen wir mit. Und mit. Und das weg. Das kann sowieso weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Mal wieder bei 140. Den gehen wir gleich nochmal da rein. Das hält wie lange? 3,5 Sekunden. Da wird alle 1 Sekunde drin getriggert. Machen wir das so. Probieren wir einfach aus. Gehen wir hier nochmal rein. Ja, das wollte ich haben. Genau das wollte ich haben. Das besagt nämlich, dass es prozentuale Tötung gibt. Heißt also, wenn der Schwellenwert oder wenn das Leben unter 10% fällt, wird es executed. Steht ja auch. Hier steht sofort, sobald die AP unter einen bestimmten Wert fällt. So. Keine Statuseffekte, heißt er, wir gehen rein. Blablabla. Jetzt muss man echt gut aufpassen, was Gegner sind und was halt eben keine Gegner sind. Wir haben jetzt das erreicht, was wir erreichen wollten. Von daher können wir ganz entspannt die Minions sie töten.
Das ist okay. Ich nehme das hier mit. So, jetzt gucken wir erstmal wieder nach den Statuseffekten. Und gehen wir rein. So, jetzt sind wir kurz vor dem letzten, vor der letzten Welle, wo die beiden Endbosse da sind. Das brauchen wir. Das war auch gut, weil die es sind schnell triggert. Nehmen wir aber nicht mit. Das ist halt perfekt, aber guck mal. Das können wir mitnehmen, dann können wir das austauschen. Können wir nicht mit. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Könnten wir mitnehmen? Wir machen das mal so. Das wird ein Crit.
Hier haben wir die ganzen Statuseffekte. Da können wir das eben austauschen. Nö, nee, das ist eigentlich alles so vollkommen in Ordnung. So, jetzt können wir eigentlich alles andere verkaufen. Das brauchen wir nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. So, aber jetzt gehen wir nochmal hier rein und machen den Base Damage hoch. Crit Chance machen wir auch hoch und dann gehen wir rein, wenn es sind. Ja, ist okay. Ja, die haben eigentlich nichts zu melden. Wait, what? So schnell kann es gehen. Wahrheit auf Stufe 1. Hätte ein bisschen höheres Level sein können. Und ein bisschen schneller. Aber das ist okay. Das war eine Runde Ice Prototype. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war informativ. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und genau. Dann, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da und schaut auch im besten Fall bei Twitch vorbei, da heißt sie Contre Live. Da bin ich ab und an auch mal on und genau, da spielen wir relativ viel Roguelike und Roguelite. Genau, und dann wünsche ich euch einen entspannten Abend. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.